Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier bei extrem überraschender Gitarrenmusik, die echt cool ist. Zurück bei einer neuen Folge Edna, wir sind im achten Part. Und ich wollte mich hier noch nicht umgucken, also ich wollte mich nicht woanders hinstellen, deswegen bin ich vorsichtig. Und wir hören uns erstmal wieder Poki an. Ja, wenn man alles selbst zeichnet und kein Budget zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Reihe von Räumen zeichnen, die überhaupt keinen spielerischen Wert haben, außer dass sie halt ein paar mehr Ausgänge zur Verfügung stellen. So ein Raum ist dieser hier. Ich mag ihn. Ja, Tatsache. Der bietet nur Flur und Tür und Sichtfenster und nach unten. Das Sichtfenster gucken wir uns an. Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Da können wir rein, ne? Wenn er uns nicht hört. Oh oh, da sitzt ja einer. Bist du das Neue? Ja, ich bin der Neue, wer denn sonst? Ich bin niemand, ignoriere mich einfach. Schon was von Tor Gott des Donners gehört? Ich auch nicht. Ich bin weg. Schon mal was von Tor Gott des Donners gehört? Na gut, Tor. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? What the Lache? Wir haben eine Pflanze, einen Wasserspender und einen Mülleimer, aber was haben wir denn hier, Poki? Oh, in diesem Raum ist sehr viel zu erzählen. Also erstmal ist hier das ganz prominent an der Monitorwand das wohl absurdeste und am meisten kritisierteste Rätsel, was es in Edna Bricht ausgibt. Findet es selbst raus und bitte hasst mich nicht dafür. Und zweitens ist hier natürlich ganz prominent im Bild der Wächter namens Blase, mit dem es einen aus meiner Sicht gelungensten Dialoge gibt. Ach du Scheiße. Ich fand einfach die Idee toll, dass man versuchen muss, an den Generalschlüssel zu kommen, der ihm da am Gürtel baumelt, indem man halt versucht, ihn zu überreden, dass er doch eigentlich aufs Klo müsste, weil er halt den ganzen Wasserboiler leer getrunken hat. Ich habe da selbst halt eine Art sadistischen Spaß bei entwickelt, halt einfach ihn irgendwie immer weiter mit diesen Dialogoptionen zu quälen, wo man ihn halt irgendwie auf Wasser ansprechen kann und halt irgendwie, dass alle Gesprächsoptionen darauf hinauslaufen, dass ein Bild vom, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf Toilette gegangen bin, als ich diesen Dialog geschrieben habe. Auch bemerkenswert ist vielleicht das Gespräch mit dem Mülleimer hier. Das war so eine dieser Situationen, wo ich halt irgendwie um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts, während ich die Texte geschrieben habe, also schon längst mit dem Zeichnen fertig war, mir halt irgendwie eingefallen ist, ja so, was schreibst du denn da jetzt? Jetzt redet sie auch noch mit dem Mülleimer. Und dann ist mir eingefallen, ja, könnte doch halt irgendwie so ein Oscar aus der Mülltonne in diesem siffigen Wasserbecher-Gewusel halt irgendwie wohnen und einfach zurücksprechen. Das wäre halt sehr überraschend. Dann tatsächlich habe ich diesen Gedankengang nicht so gedacht, sondern tatsächlich habe ich plötzlich angefangen zu kichern. Ich habe irgendwie 5 Minuten gekichert und dann war ich mir ziemlich sicher, ich muss das machen, auch wenn es totaler Wahnsinn war, halt dann plötzlich wieder anzufangen zu zeichnen und halt irgendwie diesen Oscar, wie er halt irgendwie aus der Mülltonne kurz rauskommt und dann noch eine Talk-Animation, das Ganze einzubauen, während ich halt eigentlich schon längst an den Dialogen geschrieben habe, also an den Objekttexten. Aber einfach, weil ich selbst halt so gekichert habe, habe ich gedacht, das musst du machen, das kannst du jetzt nicht weglassen. Dann habe ich das noch gemacht, dann war ich halt noch eine Stunde länger auf oder zwei oder ich weiß es nicht mehr. Die Zeit daneben ist die Zeitangabe, wie lange der Text geht, fällt mir gerade auf. So, Wasserspender. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Ach nein. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter Papierbecher drin. Daneben? Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Hey, cool, wir haben es wirklich. Sehr schön. Können wir mit dem Mülleimer jetzt reden? Jemand zu Hause? Huch! Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Habt ihr das auch gesehen? Das ist ja geil! Copyright-Verletzerin! Ach, Poki! Hallo? Jemand zu Hause? Huch! Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Habt ihr
Habt ihr das auch gesehen? Ja, manchmal sind die Animationen ein wenig verbuggt. Liegt, glaube ich, an der Aufnahme. Blub, blub. Blub, blub, blub. So, jetzt will ich aber auch alles wissen. Ich höre ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ja, also eigentlich, was... Ja. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Bis auf eine? Kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Einen Noob, ey. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Hulgor schickt mich, ihn zu holen. Hulgor kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgor ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Schra... Edna! Er... therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Er therapiert zurück seine Klaustrophobie. Was denn What the fuck? So, ja, Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen, ne? Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Ja, dir auch nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Du heißt Blase. Was denn noch? Ja, ich muss mal ins Lager, das... Oh, ist das fies. Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Nichts anscheinend. Zurück zum Generalschlüssel. Vollidiot. Was denn noch? Ich finde seine Lache sehr creepy, aber dieses... Was denn noch? Ist leicht angepisst, das kommt voll gut rüber. Kann ich ihn haben? Ich komme sonst nicht hier raus. Bist du jetzt bekloppt? Erstens ist es nicht erlaubt, die Anstalt zur Arbeitszeit zu verlassen. Zweitens ist die Eingangstür nie verschlossen. Nur die Hintertür. Also kann man jederzeit zur Eingangstür rausmarschieren? Klar! Es sei denn, du bist einer von den Irren. Zurück zum Generalschlüssel. Was ist das für eine Logik? Ja, die Eingangstür, ja, die ist immer offen. Ah, die Hintertür nicht, weil aus der Hintertür versuchen alle Irren immer da kommen die nicht raus. Ja, da schließen wir die mal ab. Aber Vordertür, da versucht's eh gar keiner. Ja, ist offen. Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drin war. Unheimlich, nicht wahr? Ach! Ich habe eine Gänsehaut. Ich glaube, ich weiß, was er da macht. Das ist bestimmt ein Raum für den... sein Sohn wurde ja ermordet. Ich glaube, das ist ein Raum, in dem er trauert. Das würde mich nicht wundern. Zurück zum Generalschlüssel. Habe ich jetzt noch eine Option? Denn noch? Yes. Ach nee, doch nicht. Egal. Ich will ihn gar nicht. Du kriegst ihn auch nicht. Noch was? Ja, yeah, ich bin gar nicht der Neue. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Wann schätze ich bin natürlich doch der... Na ja, komm. Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Entlaufene Irre. Ja, ja. Hör mal, Neuer. Wenn du nur zum Herumblödeln gekommen bist, kannst du auch genauso gut wieder gehen. So, können wir dann... Ja, gut, dann gehe ich mal nach oben und hol mir mal den... Dann snack mir mal den Schlüssel von Dr. Marcel. Den Marcelino. Die Musik, die Gitarrenmusik ist so geil. Ich feiere das mega. Es gibt da den Raum im zweiten Stock. In welchem Stock sind wir denn? Im fünften, oder was? Auf jeden Fall in seinem Büro. Ja, dann wird er ja wahrscheinlich in seiner Schublade sein, ne? Hehehehe
liebe es. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät. Ja, ich... Da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug. Das ist keine Entschuldigung. The fuck? Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was... Aber wir müssen noch... Ach, die Schublade, die wir nicht aufkriegen, ne? Zu. Das macht mich rasend. Raufschlagen ging ja auch nicht, ne? Stimmt, wir brauchten doch irgendwas langes, spitzes oder so, womit wir da reinkommen, oder? Die ist nicht verschraubt, die ist verklemmt. Das stimmt, das war ja so, ne? Ich hab's schon wieder fast vergessen. Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Nur fast. Ne, können wir es einfach nicht aufkloppen? Ich bräuchte eher was Spitzes, um sie aufzubrechen. Also ich habe das Gefühl, wir kriegen hier noch, Ich bin nicht hier, um... Ja, können wir Harvey damit benutzen? Harvey passt in keine Schublade. Nee, schade. Hätte uns vielleicht ja eine Fähigkeit beibringen können. Ich habe ja keine Ahnung, ob... Dann kaut sich einen Fingernagel ab oder so, weiß nicht. So, können wir mit der Topfpflanze noch was machen? Scherben nehmen? Das macht jemand anderes weg. Okay. Wir brauchen etwas... Ja, etwas Spitzes, um da reinzukommen. Es klingt fast, als würden wir ein Brecheisen kriegen. So, ich will aber noch ein bisschen mit dem Dude reden. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Digga, was guckst du? Was guckst du da? Nachrichten. Was guckst du da? Nachrichten. Okay. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Ja, das ist die Frage. Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Geh doch einfach, ich pass so lange Geh auf. Geh doch einfach, ich pass so lange auf. Hey, das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen, Machst fern du aber. Zu sehen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Wow, das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. Soll ich mal was sagen? Ich muss auch langsam aufgelaufen. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Was? Ich dachte, in den Kessel mit Zaubertrank. Nein, einfach nur in den Kessel. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber Wasser. Apropos Wasser. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Und das Meer rauschte. Oh, wie fies. Und die Wellen wogten hin und zurück. Boah. Hin. Und zurück. Argel. Husch. Aufhören. Pucki, du bist so ein Arschloch. Alter, Pucki. Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Endlich auf, über Wasser zu reden. Niemals. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme.
die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Oh. Im Ernst, es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Oh. Bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird auf dich niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch. Ey, Edna, du bist so scheiße. Jetzt hör doch auf damit, ey. Okay, Freunde. Das ist so fies. Ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und vielen Dank, dass ihr keine Folge verpassen wollt. Drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, der Raccoon Set Play. Ciao. Yo.